Mein Name ist Steffen Kabus von Hirschtag in Deutschland und wie finde ich das Produkt Valo aus einem Blickwinkel einer technischen Person? Ich finde, ermöglicht uns viel, viel mehr auf den Kunden einzugehen. Wir haben die Möglichkeit, einfacher und schneller ein Intranet aufzusetzen und dann auf die spezifischen Anforderungen der Kunden einzugehen. Zum Beispiel auf die Business-Prozesse, auf Tools und Workflows und so weiter. Und wir müssen uns nicht mit beispielsweise Entwicklung von Basics wie Newsletter und so weiter kümmern. Die sind standardmäßig bei Valo mit dabei und funktionieren out of the box super. Ja. Wir haben ein out of the box Intranet, was man innerhalb von wenigen Tagen auch einrichten kann und funktioniert wesentlich schneller. Ja, so kommen wir wesentlich schneller zum Ziel. Die Partner Summit hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich konnte die ganzen Partner auch untereinander kennenlernen, konnte die Entwickler bei Valo kennenlernen. Es war sehr interessant, auch thematisch, beispielsweise die Dev Session, wo man gesehen hat, wo Valo sich hin entwickeln wird. Und ich denke, das ist auch alles der richtige Weg, wohin Valo gehen wird, Richtung SharePoint Framework, die Erweiterungen, die da kommen werden, die Provisioning-Tool-Erweiterungen, die da kommen werden. Die werden uns sehr, sehr viel nützen und uns unterstützen und die Bereitstellung von einem Intranet noch schneller machen. My name is Steffen Kabus from Hirschtag in Germany, and how do I think Valo from a technical perspective? And it's really great. We have the opportunity to deliver intranet in a very short time. We can focus on the challenges and requirements of the customer in a specific way, and there is no need to focus on basic stuff like new sliders and so on. So it's pretty cool. The event was really cool. I've learned a lot of things. I've learned how to install Valo and how to deliver it much faster to the customer. I've learned how the partners are managing Valo and how to deliver them. And yeah, it was really great. Yeah.